Hallo zusammen. Normalerweise filme ich mal ganz gerne um mein Auto rum oder in meinem Auto oder in der Garage. Das geht jetzt leider nicht, da mein Auto bei den Jungs von Five and Line ist und einige Sachen gemacht werden für die nächsten paar Runden auf der Nordschleife. Daher filmen wir einfach vom Skatepark aus. Ein Ort, an dem ich leider viel zu selten bin mittlerweile, dennoch super gerne. So verbinde ich einfach zwei Sachen, die ich gerne mache und spare dabei sogar ein bisschen Zeit. Heute geht es um meine Top 5 Autos für die Rennstrecke. Beziehungsweise Autos, die eine gute Basis für einen Umbau bieten, für einen Tracktool-Umbau, um damit Spaß auf der Rennstrecke zu haben. Dabei sind diese 5 Autos nicht nach meinen Favoriten skaliert. Das heißt, weder Auto Nummer 1 noch Auto Nummer 5 ist mein Top-Favorit, sondern ich habe das Ganze nach dem Anschaffungspreis im Gebrauchtmarkt skaliert. Heißt, Auto Nummer 1 ist besonders günstig in der Anschaffung und Auto Nummer 5 ist in meiner Skalierung das teuerste. Ich berücksichtige hier wirklich nur den Anschaffungspreis im Gebrauchtmarkt, da ich nicht im Detail alle Unterhaltskosten und Kosten für Ersatzteile und Tuningmaßnahmen von jedem Auto kenne. Daher sprechen wir nur über den Anschaffungspreis. Also, Nummer 1. Clio Sport oder Clio RS. Damit meine ich nicht den aktuellen Clio, den 1,6 Liter Turbo, sondern den Vorgänger. 2 Liter Vierzylinder Sauger. Ein absolut geiles Auto. Der Clio RS ist mit das günstigste Auto, was man kaufen kann, was auch wirklich gut auf der Rennstrecke funktioniert, beziehungsweise sehr viel Rennsport-Gene mitbringt. Vor allem, wenn ihr die Cup Edition habt. Denn die Cup Edition hat schon eine 4 Kolben Brembo Bremsanlage vorne und, wenn ich mich nicht täusche, sogar ein Sperrdifferential, was sehr cool ist. Und das Auto ist an sich in der Anschaffung jetzt nicht super günstig, aber der große Vorteil ist, warum es für mich auf Platz 1 ist, es gibt sehr viele Umbauten. Das heißt, im Netz findet ihr sehr viele Umbauten und jedes Auto, was schon aufgebaut ist, was irgendwie schon Sitze, Käfig, Fahrwerk etc. drin hat und eingetragen hat, spart euch schon mal eine ganze Menge Kohle. Und dass die Dinger funktionieren, das seht ihr auf der Nordschleife, beziehungsweise siehe VLN. Da sind die Jungs echt wild mit dem Koffer unterwegs. Nummer 2 ist ein Auto, was ich selber hatte, auch als Tracktool-Umbau, einen Opel Corsa OPC, 1,6 Liter Turbo. Das Ding macht richtig Bock und ich finde, ist eine sehr, sehr geile und günstige Alternative zum Mini Cooper S oder John Cooper Works mit einer ähnlichen Motorisierung, auch 1,6 Liter Turbo. Klar, ein Mini macht super Bock, aber wir sprechen hier um einen Kostenfaktor mal 2, teilweise mal 3. Daher ist der Opel Corsa OPC eine geile Alternative und ich kann euch sagen, die Kosten für die Versicherung sind super günstig und die Ersatzteilkosten sind ebenfalls auf einem sehr geringen Level. Nur um euch mal ein Beispiel zu nennen, ich meine, ich hatte einen Ersatzmotor in der Garage liegen, den habe ich für 700 Euro gekauft. Heile. Kein Problem. Muss ich ja damit rechnen, dass hier Leute lang gehen. Auf YouTube oder was? Genau. Nummer 3. Ist ein Auto, womit ihr vermutlich nicht gerechnet habt. Ein Audi TT. Da meine ich auch nicht den aktuellen, sondern den Vorgänger. Und zwar einen 2 Liter TFSI. Kein Audi TTS oder Audi TTRS. Die sind ja teilweise Allrad angetrieben und schweineteuer, aber somit ist der 2 Liter TFSI frontangetrieben ziemlich günstig. Das heißt, der Kurs ist wirklich drastisch gefallen. Die Autos sind relativ leicht im Vergleich zum TTS oder TTRS und der große Vorteil ist, es gibt saumäßig viele Teile, denn dieser Motor wurde ja auch im Golf verbaut und in vielen anderen Modellen. Golf reicht ja eigentlich schon. Ich meine, wie viele Golfs fahren in Deutschland rum?
Daher ist das auch echt kein schlechtes Auto für den Umbau. Der Nachteil ist, es gibt auf dem Markt sehr wenige Autos, die bereits umgebaut sind. Denn die meisten bauen einen TTS oder TTRS um. Das heißt, da müsstet ihr vermutlich von null anfangen und alles aufbauen. Nummer 4. Ist ehrlich gesagt mein persönlicher Favorit und auch ein Auto, was ich mir statt des Z4 beinahe gekauft hätte. Megane RS. Der Megane RS ist ein phänomenal schönes Auto und funktioniert wirklich geil auf der Rennstrecke. Ein Zeichen dafür ist einfach die Anzahl der Autos, die man auf der Rennstrecke sieht. Es gibt wirklich viele umgebaute Megane RS und das ist auch der Riesenpunkt bzw. der Riesenvorteil. Ihr werdet sehr viele schöne Umbauten finden und spart damit relativ viel Geld. Trotzdem ist der Anschaffungspreis höher als der davor genannten drei Autos. Ebenfalls ein 2 Liter Vierzylinder Turbo. Aber wenn ihr auch hier das Cup-Paket habt, habt ihr eine große Bremse vorne, ein mechanisches Sperrdifferential und falls ihr auch noch die F1 bzw. die Recaro, ich glaube Speedstar heißen sie, Sitze habt, dann könnt ihr auch erstmal ohne Schalensitze fahren, denn die bieten relativ guten Seitenhalt. Am Ende werdet ihr es sowieso tauschen und die Dinger rausschmeißen und eine Schale reinpacken, aber erst einmal ist es ja in Ordnung. Nur Vorsicht bei dem Megane RS. Ich weiß, dass die Unterhaltskosten hoch sind. Nur um euch hier einen Vergleich zu geben, für meinen BMW Z4 3 Liter SI zahle ich Vollkasko jährlich 400 Euro circa. Und wenn ich mit meinen Konditionen dasselbe für einen Megane RS ausrechne, bin ich bei knapp 1400 Euro. Und eine weitere Sache, ich weiß nicht, wie es um den Motor steht. Ich meine, dass der Megane-Motor nicht in vielen anderen Modellen verbaut wurde, jedenfalls in der Form nicht. Daher könnte es hier auch etwas teurer werden, bin ich mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Alles in allem ein super geiles Auto. Platz 5. Und somit das letzte Auto. Hyundai i30N. Ein super frischer Koffer. Ich finde das Ding wirklich Hammer. Muss allerdings dazu sagen, ich hatte noch nie die Gelegenheit, das Auto auf der Rennstrecke zu fahren. Ich denke aber, dass es verdammt gut performt. Der einzige große Nachteil, den ich hier sehe, ist im Moment der Preis, und zwar der Anschaffungspreis. Das liegt aber daran, dass das Auto noch relativ neu ist. Das heißt, ich glaube, in ein paar Jahren ist das Ding echt ein Top-Favorit und eine super Alternative zu einem Golf-Performance oder zu einem Clubsport. Und da denke ich, gehen die Jungs von Hyundai genau den richtigen Weg. Ach komm, ich schmeiß noch einen 6. einfach in den Pott. Und zwar das Auto, ich finde, es ist wert, das Auto einfach zu erwähnen, weil es einfach eine Frontantrieb-Legende ist. Ford Focus RS. Das Ding ist einfach ein Frontantrieb-Monster. Nur eigentlich wollte ich das Teil nicht erwähnen, weil es komplett außerhalb der Preis-Range ist. Und meiner Meinung nach, also es ist ein schönes Auto. Ich würde es mir allerdings nur in die Garage stellen, wenn ich wirklich saumäßig viel Kohle über habe. Aber wie gesagt, wir wollten bei 5 bleiben. Das sind meine Top 5 Autos. Frontangetrieben. Und das gleiche machen wir mit heckangetriebenen Autos und ich bin gespannt auf die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob ihr die Platzierung umstellen würdet oder ob ihr vielleicht sagt, hey Vorsicht, der Megane ist arschteuer im Unterhalt oder Bullshit, ich zahle für die Versicherung viel weniger oder ihr habt eine ganz andere Idee. So, ich gehe noch eine Runde rollen. Schreibt ihr doch mal bitte in die Kommentare, was sind eure Top 5 oder Top 3 oder euer super Favorit an frontangetriebenen Autos. Das würde mich echt interessieren. Und ob ihr einverstanden seid mit meiner Skalierung. Ich gehe eine Runde rollen. Haut rein. Ciao. Feierabend.